der Buhn. Nachdem sich unsere Verrückten durch das letzte Abenteuer gekämpft haben, Teil 5. Systemabsturz. So. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Bin ja mal gespannt, was die anderen so machen. Was ist das denn? Wieso komme ich nicht auf den Server? Das gibt es doch nicht. So, wo waren wir in der letzten Stunde stehen geblieben? Ja, Daniel? Wir haben das Gedicht der Erlkönig gelesen. Genau. Kann es mal jemand zusammenfassen, bitte? Was habe ich über Handys im Unterricht gesagt? Entschuldigung, war eine SMS. Kannst du dein Handy bitte während des Unterrichts ausschalten? Cool, die haben gestern Ragnaros gelegt. Was hat er denn gedroppt? Ruhe jetzt, es ist Unterricht. Entschuldigung. Was ist denn nur mit der Kiste hier los? Mann, das kann doch nicht sein. Das muss an meinem Rechner liegen. Was heißt dann wohl? Nicht doch. Lieber Gott, lass ihn nicht da sein. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Jacqueline Matuszek. Wie kann ich Ihnen helfen? Danke Gott, es gibt dich doch. Ich habe World of Warcraft auf meinem PC und ich komme nicht in das Spiel rein. Ja, und was soll ich dabei tun? Naja, vielleicht könnten Sie mir sagen, woran das liegt oder einen Techniker rausschicken, der meinen PC repariert. Ja, sowas machen wir nicht. Aber ich habe das Spiel doch hier gekauft. Entschuldigung, ich brauche einen Rasierapparat. Ja, das sieht man. Na, hören Sie mal. Warten Sie bitte, bis Sie an der Reihe sind. Ich brauche doch nur einen Rasierapparat. Also schön. Haushaltswaren zweiter Stock. Bekomme ich da auch Batterien? Wegen meinem Rechner? Hören Sie, junger Mann, Sie sind in der Computerabteilung. Ich weiß nichts von der Haushaltswarenabteilung. Entschuldigung, ich wollte Ihre fachlichen Fähigkeiten im Bereich der multimedialen Unterhaltung nicht in Frage stellen. Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, ja. Ihnen auch. Was ist jetzt mit meinem Rechner? Junger Mann, ich kann Ihnen dabei nicht helfen. Wenden Sie sich doch einfach an den Hersteller vom Spiel. Gute Idee. Das werde ich machen. Tschö. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. So, hat noch einer eine Frage? Ja, warum ist der Sohn jetzt eigentlich beim Erlkönig gestorben? Er wurde vom Hordler, ich meine vom Untoten, ach Quatsch, vom Lichtkönig getötet. Lichtkönig? Kann es sein, dass Sie World of Warcraft spielen? Was, ich? Okay, ihr habt mich erwischt. Prima. Na gut. Da ihr WoW kennt, will ich mal versuchen, euch den Erlkönig anhand von WoW zu erklären. Also, ein 60er zieht einen Lowy durch Duskwood. Plötzlich kommt von hinten ein Untoter, wahrscheinlich ein Schurke, der verstohlen ist. Jetzt hat aber der Lowy einen Verstohlenheit-Entdecken-Buff drauf und der 60er nicht. Und während der 60er im Sekundentakt Skelettkrieger killt, um die Quest für den Lowy zu machen, verpasst der Untote dem Lowy eine Kopfnuss. Der 60er merkt das offenbar immer noch nicht, obwohl der Lowy um Hilfe ruft. Vielleicht hat er eine MC-Anfrage bekommen, aber das verrät Goethe an dieser Stelle nicht. Wie auch immer, als der 60er sich zum Lowy umdreht, ist er schon down und weitere Ehrenpunkte wandern auf die Hordenseite. Noch Fragen, Kinder? Kommt das in der Arbeit vor? Herzlich willkommen bei der technischen Supportabteilung von Blizzard. Mein Name ist Harry Schubanzi. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Mein Rechner geht nicht. Könnten Sie das Problem ein wenig genauer schildern? Ich komme nicht ins Spiel? Sie wissen, dass es Mittwochvormittag ist. Ja, es ist Mittwoch. Morgen ist Donnerstag. Der Wochentag ist mir egal. Ich will zocken. Wir führen derzeit unsere wöchentliche Wartung der Server durch. Warum sagt einem das keiner? Ich habe doch gar nicht aufgeräumt. Um wie viel Uhr kommt der denn? Wer? Ihr Außendienstmitarbeiter. Der Außendienstmitarbeiter. Sie haben doch gerade eben gesagt, dass Sie vorbeikommen wegen dem Server. Nein, wir warten unsere Server. Ach so. Der steht im linken Teil vom Login-Fenster. Hab ich nicht gelesen. Dann wäre das ja geklärt. Ja, gibt es sonst noch etwas, wobei ich Ihnen helfen kann? Sie könnten mir sagen, wie ich am besten skillen kann.
Tut mir leid, dafür sind wir vom Technischen Kundendienst nicht zuständig. Ich empfehle Ihnen hierfür die offiziellen Lösungsbücher. Und da steht drin, wie ich skillen soll, wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin? Dort finden Sie unter anderem auch Vorschläge zum Ausbau der Charaktere. Schauen Sie es doch einfach einmal an. Okay. Und was mache ich, wenn ich alleine unterwegs bin? Da muss ich doch sicher umskillen, oder nicht? Steht das auch da drin? Und was ist mit PvP? Steht da auch drin, wie oft und wo gute Items gedroppt werden? Sie werden sicherlich zu sämtlichen Fragen eine Antwort finden. Schauen Sie einfach einmal nach, wenn weiter keine Fragen sind. Was ist mit Berufen? Welchen Beruf soll ich machen? Wie gesagt, wir sind hier nur für technische Probleme. Und was ist besser? Ein Dolch und ein Schwert oder zwei Schwerter? Wie ich Ihnen schon mitteilte, ich empfehle Ihnen, das Buch zu lesen. Im Internet werden Sie sicher auch fündig. Wenn also keine technische Frage mehr bestehen, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Hey, Laoda, wie sieht's aus? Wo sind die anderen? Hey, Finma. Also, Riddick ist heute Morgen nicht da. Gamgroll habe ich seit der letzten Aktion nicht mehr gesehen. Ja, und Kloppy, der müsste eigentlich schon längst hier sein. Wer kann schon so genau sagen, was ihn gerade beschäftigt? Und wer denkt sich eigentlich die ganzen Quests aus? Machen Sie das allein oder haben Sie da ein Team? Hören Sie! Hier ist der technische Support. Das muss ja eine Menge Arbeit sein. Bleibt Ihnen da eigentlich selbst noch Zeit zum Spielen? Apropos Spiel, die Server sind wieder online. Sie können also jetzt wieder spielen. Member joined. Hey Kloppy, da bist du ja. Wo warst du denn so lange? Wir haben schon auf dich gewartet. Ich hab mit Blizzard telefoniert. Und was hat Herr Blizzard gesagt? Wir haben uns nett unterhalten. Ah ja. Na gut. Was sollen wir denn jetzt machen? Ja, da die anderen auch nicht da sind, könnten wir was an unseren Berufen arbeiten. Vielleicht zusammen ein bisschen farmen gehen. Aber vorher muss ich noch ein paar Besorgungen machen. Besorgungen? Och nö. Wenn ihr mich sucht, ich bin im Magierviertel. Na oder? Ich warte hier am Tor. Okay? Mach das, Kloppy. Intelligenz plus 3. Laoda? Ausdauer. Lass mich mal gerade, Kloppy. Laoda, gibt es eigentlich auch Hortler in Stormwind? Plus 3 Willenskraft. Nein, Kloppy, in Stormwind gibt es keine Hortler. Aber Untote und Orks und so sind doch Hordler, oder? Ja, ja. Ah, okay. Hier laufen nämlich gerade ganz viele durchs Stadttor. Ja. Ungefähr 200 Mann. Was? Scheiße, Angriff auf Stormwind! Kloppy, hau da ab! Falsche Richtung! Kloppy, sieh zu, dass du da verschwindest! Verdammt! Die haben mich erwischt! Na oder, heil mich! Du bist verrückt! Hör mit der Kämpferei auf und komm da raus! Na oder, wo soll ich hin? Alle Wege sind versperrt! Scheiße! Oh, komm! Zur Tiefenbahn! Scheiße, die sind hinter uns her. Der hat mich gleich. Spring durchs Portal! Da ist die Bahn. Renn drauf zu und spring rein! Verdammt, die haben uns gleich. Noch nicht abfahren, noch nicht abfahren. Bitte, bitte, bitte. Ach, puh, gerade noch geschafft. Und tschüss. Aber einen habe ich erwischt. Ist klar. Kloppy, in der Raid sind meist nur 60er. Da ist nichts für dich dabei. Doch. Da war ein 17er und den habe ich umgehauen. Ich will für dich hoffen, dass das nicht der kleine Bruder vom Gildenchef war. Und wenn doch? Dann solltest du in nächster Zeit in Kalimdor verdammt vorsichtig sein. Oh, so. Da sind wir. Wartet mal einen Moment. Jetzt komme ich endlich mal dazu, meine Rüstung anzulegen. Leute, dreht euch mal ganz langsam um.
Ich wusste nicht, dass so viele Leute in diese Tiefenbahnwaggons passen. Lauft! Leute, bringt euch in Sicherheit! Die Horde kommt! Weißt du, wo du hier bist? Hier kommt keine Horde hin. Kloppy, jetzt komm endlich da raus. Nein, ich komme hier nicht mehr raus. Komm schon, die Horde ist weg. Das hatten wir eben schon mal. Nein, jetzt ist sie aber wirklich weg. Ich glaub euch kein Wort. Nachher komme ich raus und dann sind sie wieder da. Und was mache ich dann?